Ich war U-Bahn-Fahrer in Ulaanbaatar. In erster Linie, weil das Reim so cool war. Für mich war stets Nacht, immer unter Tage. Es hat Spaß gemacht, reine Gesundheitsfrage. Ich brauch keinen Kompass, ich verfahre mich auch so. Orientier mich nicht an Sternen, orientier mich am Niveau. Ich will hoch hinaus, aus dem Gleisbett raus. Einmal selbst entscheiden, wohin die Wagen gleiten. Warum haben die Nieten auf der Flugschule mich nicht gewollt? Ich hab mich einmal verfahren, das war nicht so gelungen. Mit dem Eisenbahnwagen aus dem Gleisbett gesprungen. Ich hab abgewogen, Bremse angezogen, etwas abgehoben, bin ich abgebogen. Ich brauch keine Gleise, das kann auch ohne gehen. Und meine Passagiere erfahren jetzt wohin. Meine Damen und Herren, darf ich kurz erklären, warum sie heute auf dieser Bahnfahrt sterben? Meine Damen und Herren, machen Sie doch jetzt nicht so ein Gesicht, das steht Ihnen nicht. Ich war noch sehr jung, da hatte ich eine Vision, aber für Details bleibt leider keine Zeit mehr. Was macht das schon? Wir haben die Nase vorn, machen Sie sich jetzt bereit für etwas Ewigkeit. Um das Geschehen für die Nachwelt aufzuheben, werde ich die Katastrophe als ein Sieger überleben. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie in Flammen aufgehen. Ich für meinen Teil sage einfach gern geschehen. Als Flugzeugkapitän werde ich Sie alle wiedersehen, wenn Sie dann bei den Engeln sind und ich mit falscher Fluglizenz mal eben durch Ihr Eden brenne. Raus. Ich war Frauenarzt, doch wurde dauernd scharf und später kaum noch Schlaf, das hat mich down gemacht. Ich scheiß auf krankhafte Sorgen, hab mich ganz lang beworben und im Wandschrank verborgen bin ich Sandmann geworden.